guten Morgen aus Mäntlebuch. Ich bin vor 20 Minuten gestartet am Bahnhof Wallhausen und bin jetzt hier zu Kleinen Emmen gekommen. Und der Plan für die heutige Wanderung ist ganz einfach. Ich laufe der Kleinen Emme entlang, stromaufwärts. Solange ich mag. Und los geht's. Der Uferweg entlang Kleinen Emmen soll oberhalb von Wallhausen sehr schöne Abschnitte haben. Da bin ich jetzt gespannt drauf. Ich freue mich auch. Der Anfang war nicht so toll. Wallhausen war ziemlich hässlich. 2 oder 3 Kilometer entlang von einer stark befahrenen Hauptstrasse. Ja. Aber hier sind wir jetzt im Wald. Sehr ruhig. Und sieht schon ziemlich gut aus. Kurz nach den Zähnen, 2 Stunden unterwegs, hat es gerade die Ortschaft Entlebuch passiert. Ich bin über den Bahnhof vorbeigekommen, aber nicht in die Ortschaft eigentlich rein. Und jetzt muss ich mir schnell die Holzbrücke zeigen. Die schöne Holzbrücke vorher. Wir sind über die Entle gegangen, das ist ein grösserer Zufluss von der Kleinen Emme. Und da sind wir jetzt wieder runtergekommen, an die Kleine Emme. Erste Pause nach 12,75 km. Eigentlich hatte ich noch keine Pause nötig. Aber es ist hier so ein schöner Platz. Und es gibt unzählige Plätze hier entlang der Kleinen Emme, wo man Zugang hat zum Fluss, wo es Bänke hat zum Teil und Tisch, richtige Rastplätze. Also sehr schön. Das muss ich jetzt ein bisschen ausnutzen. Kurze Pause, dann geht es weiter. Es ist 12 Uhr, jetzt bin ich gerade in Schöpfheim und hier in Schöpfen habe ich jetzt in der Migro etwas zum Essen gekauft. Sobald ein schöner Platz kommt, werde ich da Pause machen. Kurz nach Schöpfheim bzw. in Fliessrichtung vom Wasser wäre es kurz vor Schöpfheim, tut sich die kleine Emme verzweigen in die Weissemme und in die Bergemme. Weissemme geht das Tal rauf und Bergemme geht hier weiter in das Tal hinten. Ganz hinten im Tal ist Sörberg und da geht jetzt auch der Emme-Uferweg an. Und da gehe ich jetzt weiter, Richtung Sörberg.
So, halb eins und Zeit für eine Pause. Seit Schöpfheim geht der Weg ziemlich viel rauf und runter. Zum Teil auf Stegen tritt. Manchmal ist es am Hang, manchmal ist es unten am Fluss. Und jetzt kommen wir gerade wieder auf die andere Talseite, wo die Strasse ist, wo ziemlich viel Verkehr hat. Und weiter. Die Ortschaft Flüeli liegt jetzt gerade hinter mir und nach Sörenberg sind es noch etwa 2 Stunden. Im Moment gerade wieder super schön. Dann auch Wolken über dem Scheibengutsch. So. Bald bin ich in Sörenberg angekommen. Wenn ich dann dort bin, habe ich 2 Etappen gemacht von diesem Emmenuferweg. Eine von Wolhausen nach Schöpfheim und eine von Schöpfheim nach Sörenberg. Und es gibt dann noch 1 Etappe, die wird dann aufs Brienzer Rothorn gehen. Das tun wir aber heute jetzt nicht mehr. Das ist jetzt dann etwa, ich weiß nicht, etwa 3 am Nachmittag. Ich werde den Bus nehmen, dann zurück nach Schöpfen. Insgesamt der erste Teil vom Weg war ziemlich nett, außer ganz der Anfang in Wolhausen. Aber zwischen Entlebuch und Schöpfheim war es ein super Weg, super schön. Halber Spazierweg, der Emme entlang. Und dann von Schöpfheim nach Sörenberg ist es entweder am Hang, Teil auf und ab, oder der Wanderweg hat sich das Tal teilen mit der Autostrasse und mit dem Fluss, und das war dann aber nicht so schön gewesen. So, jetzt ich glaube, das ist noch nicht ganz, das ist irgendwie noch so eine Wieler vor Sörenberg. Auf jeden Fall hier im Hintergrund
Rotan hätte. Söhrenberg Post angekommen. In 20 Minuten fährt der Bus. Und der Blick aufs Garmin sagt, es sind 35,65 Kilometer heute und genau 1004 Höhenmeter.